Wie kann der Schaden durch Ransomware minimiert werden? Also den Schaden durch Ransomware-Angriffe kann man durch sinnvolle Prävention sehr, sehr gut minimieren. Dabei geht es eben hauptsächlich darum, dass man eine wirklich gute Backup-Strategie hat. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also man sollte zum Beispiel Offline-Backups haben, das heißt Backups, die nur schreibbar sind und danach nicht mehr veränderbar. Das kann man zum Beispiel über ein Bandsystem realisieren. Es gibt auch viele Cloud-Anbieter, die das Ganze möglich machen, wo man eben verschlüsselt die Backups hochlädt. Das Ganze ist dann auch DSGVO-konform und die liegen dann eben in dieser Cloud drin und können da nicht mehr gelöscht werden und sind auch da nochmal redundant verfügbar. Und man hat nicht das Problem, dass man die irgendwie lokal auf ein NAS-Laufwerk drauflegt und der Hacker kann aber auch lokal auf das NAS-Laufwerk drauf und kann die Backups da löschen. Das sehen wir leider auch immer wieder. Das ist eine ganz Standardsache für die, dass die eben einfach die sämtlichen NAS-Laufwerke, die irgendwie dranhängen, einmal rübergehen und die löschen. Deswegen empfehlen wir eben ganz eindringlich, dass man da wirklich diese Offline-Strategie fährt. Und das heißt auch nicht einfach eine Festplatte, auf die man draufschreibt und die dann absteckt. Festplatten gehen kaputt. Das sehen wir auch regelmäßig, dass Firmen teilweise in Rotation drei Festplatten haben. Eine hängt davon immer dran, die wird dann umgesteckt, irgendwie dreimal die Woche. Das sind ja ganz klassische Konzepte, die wirklich sehr, sehr weit verbreitet sind. Und ja, wir hatten es in einem Fall zum Beispiel, und das sehen wir eben immer wieder, eine Festplatte hängt dran, wenn der Angriff ist. Die zweite Festplatte wird drangehängt, um Sachen wiederherzustellen. Der Angreifer ist aber noch im Netzwerk, die wird dann auch gelöscht. Wir kriegen dann die dritte Festplatte und die ist dann kaputt. Wir haben in dem Fall dann die Festplatte zu einem Datenwiederherstellungscenter geschickt, aber die konnten auch keine Daten mehr herstellen. Also das war wirklich ein Totalausfall für die Firma und denen haben dann anderthalb Jahre Buchhaltungsdaten gefehlt. Lassen sich infizierte Backups reinigen? Man kann Backups reinigen, also wenn ein Backup schon verseucht ist, aber noch nicht verschlüsselt ist, kann man natürlich zusehen, dass man die Daten durch eine sogenannte Datenwäsche durchschleust und eben sicherstellt, dass in den Daten keine Teile von dem Virus mehr sind. Also einige haben die Technik, dass sie quasi Makros in bestehende Word- oder Excel-Sheets reinpacken und sich dadurch wieder selbst neu laden und wieder anfangen, alles zu verschlüsseln. Und das sollte man auf jeden Fall eben machen und aber auch nur die Daten nehmen. Ich habe es häufig gesehen, dass Firmen virtuelle Maschinen komplett backuppen, also das komplette Image der virtuellen Maschinen in Backup reinschreiben und das dann wieder herstellen. Hat natürlich den Nachteil, das gesamte Betriebssystem mit seiner unfassbaren Komplexität wird auch wieder hergestellt. Und da wirklich zu garantieren zu können, dass da kein Virus mehr drin ist, erfordert schon ziemlich Aufwand. In der Regel ist es einfacher, quasi die Provisionierung von virtuellen Maschinen bzw. generell von Systemen zu automatisieren, weitestgehend, dass eben dieser Arbeitsschritt sehr schnell geht. Das ist eine gute Disaster Recovery Strategie. Völlig egal, ob ein Feuer ausbricht und da Maschinen kaputt gehen oder auch einfach nur die Festplatte einen Schaden hat. Ist natürlich gut, wenn man möglichst schnell eine neue Maschine wieder einsatzbereit hat. Und in einem Hackerangriff ist es nicht anders. Das Betriebssystem ist das Komplexeste auf dem Gerät drauf. Und wenn man das einfach neu aufspielt, hat man eine sehr gute Chance, dass der Angreifer auch raus ist.